Oh, wir haben noch was freigegraben jetzt. Achso, ja, weil ich da drüben gesagt habe, grabt frei. Ah, hier ist nur ein weiterer Ork-Hort. Der dürfte schneller gehen als der Ork-Häuptling. Jo, einer ist schon mal weg. Der zweite ist auch um den Haufen geballert worden. Also wenn sie nicht ständig rumspacken würden, meine Fernkämpfer, wären die übelst mächtig. Also jedenfalls mächtiger als meine Nahkämpfer. So, dann mal weg mit dem Ork-Häuptling hier. Oh, der geht auf beide Fernkämpfer los. Ging auf beide Fernkämpfer los. Also Heroismus ist übelst mächtig, muss ich sagen. So, hier können wir wieder hoch zum König. Beziehungsweise zu meinem Prinzen. Er ist ja noch nicht König. König ist ja Vater. Also König Vater. Der super tolle Name. Ich glaube, ich hole mir auch noch das Mauerstein hier. Und setze eine Leiter nach da oben. Dass ich hier alles verkaufen kann. Und hier auch noch an die paar Ressourcen rankomme. Also die da und die da. Sonst gibt es hier oben ja nichts und ansonsten sind wir hier ja auch fertig. Also ja, so wie es aussieht, sind wir aus... dem Gruftbereich hier unten raus. Ja, du kommst wieder nach unten. Wir haben schon 40 von 50 Feinden besiegt, die wir besiegen müssen. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht dafür noch Gnome töten müssen. So, Mauerstein. Drachenblut, Titan. Kommt alles mit. Die Leiter sitzt falsch. Die Leiter muss so hin. Und hinter dem Drachenblut ist noch mehr Drachenblut. Also ja, Drachenblut wird uns auch nicht so leicht ausgehen. Hm? Hätten wir was Schickes aus Titan oder Drachenblut, mit dem wir die Hallen weiter verzieren könnten? Odins Auge. Also Odins Auge klingt schon mal recht episch. Bauen wir also mal zwei davon. Jo, die sehen sogar recht episch aus. Und jetzt verzierungsmäßig. Cerberus-Wachstatue. Okay, ja. Die sieht böse aus. Ist aber auch riesengroß. Rubin auf Podest. Horn einer Bestie. Nee, nehmen wir mal die teuren Rüstungen hier. Diese. Und dann zwei Prunkhelme. Die sind ja nicht so teuer. Wenn wir schon so einen großen Zugang zum Thronsaal haben, dann schmücken wir den auch ein bisschen aus.
So, die Cerberus-Wachstatue. Statue der legendären Bestie. Ja, Odins Haustier. Und um es noch punktvoll zu machen, platzieren wir gegenüber vom Thron das Horn einer Bestie. So, währenddessen gucken wir mal, wo sich die beiden reingegraben haben. So, du hast dich in den Hunger gegraben. Bei dir hier ist doch alles in Ordnung. Du hast schon mal Level 8 erreicht. Oh, ein bisschen Obsidian. Kann auch nicht schaden. Obsidian haben wir nämlich nicht sehr viel. Und theoretisch können wir uns dann hier reinbuddeln. Weil hier drüben haben wir auch noch Räume. So, Forschungsverbesserung, die wir gar nicht mehr brauchen. Oh, Eisen. Das wir auch nicht brauchen eigentlich. Also ja, eigentlich sind wir jetzt mit unserer Basis wieder auf Status Quo. Wisst ihr was, damit das etwas schneller geht, rufe ich noch einen Gräber. Zwerg. Jetzt können wir den nämlich gut gebrauchen. Oh hey, Kumpel. Will sich keiner um den Ork kümmern. Scheinbar will sich keiner um den Ork kümmern. Wo ist der Ork? Jetzt sehe ich den Ork nicht mehr. Da ist der Ork. So. Ich nehme an, der letzte von denen kommt zu Fuß. Ja. So, du hast dich mal wieder eingebuddelt. So, ein Jungzwerg. Wenn er Level 5 ist, machen wir zum Gräber. Weil, guck mal, wie viele Räume wir hier unten noch so haben, die wir alle noch erkunden müssen, höchstwahrscheinlich. Um noch die 5 Tafeln und die 5 Runenkristalle und die neuen Gegner zu finden. Ja, das wird lustig. Du stehst da lieber rum. Oh, da ist ja gar kein Obsidian mehr. Nur ein bisschen Platin. Oh, ein bisschen mehr Platin. Aber Platin brauchen wir gerade nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum wir überhaupt noch Ressourcen ausgraben. Und uns nicht einfach darum scheren, wo wir in die nächsten Räume rein eindringen müssen. So. Wieder 4 Punkte für die Superfallen. Das will ich mir mal kurz ansehen. Habe ich mir das eigentlich, schon mal gezeigt, was für Superfallen wir hier. Ah ja, die Feuerfalle, die andere Feuerfalle. Die Mauerspieße halt, die Titan brauchen. Wir können ja mal kurz gucken, wo ist der Zugang zu unserem Heiligen Reich. Hier unten. Können wir ja mal ganz kurz gucken, wie viel Strom die nachher verbrauchen. Stromgenerator könnten wir nämlich so einbauen.
Ist nur die Frage, wohin. Hier macht er sich sicherlich kuschelig. Oh ja, sie verbrauchen 100 Strom zusammen. Sie verbrauchen also nicht mehr als die anderen Fallen. So. Das heißt, die beiden Fallen sind jetzt super aktiv. Alle eure Wände, Tore und Türen erlangen zusätzliche Härte. Ja, ich kann ja jetzt auch die großen Tore und so bauen. Da, massives Tor. Massives breites Tor. Also Tür. Und Tresortür. Massive Hohltür, Holztür. Mhm. Okay, gucken wir mal, wo sind meine beiden Gräber. Du bist mal wieder irgendwo eingesperrt. Da bringen wir dich einfach mal raus. Achso, dann sperrst du dich da drüben wieder ein. Dann lass das mal bleiben. Wir versuchen jetzt mal in irgendeinen weiteren Raum zu kommen. Nehmen wir einfach mal den Raum hier. Da kommen wir nämlich von da aus gut hin. Und von wo kommen wir dann noch gut hin? Ja, da kommen wir nach da oben. Ich wollte aber noch woanders lang. Ja, genau, ich wollte jetzt mal in Richtung Mitte graben. Oh. Ich hatte gerade einen Frame Drop. So, da wird durchgegraben und da wird durchgegraben. Hey, Goblins. Und ich höre hier wieder ein seltsames Brummen. Oh, die Goblins porten sich irgendwo hin. So. Alle weiteren Punkte sind unnötig. Ah, die Goblins, die porten sich gerade, wo sie Lust haben, hin und her. Ob ich das jetzt so gut finden soll? Ich denke mal, meine Armee macht sich schon auf den Weg, oder? Können sie nicht? So. Ah, habe ich mich sogar ziemlich gut hingeportet. So, da bist du, da bist du. Wo ist mein Jungzwerg? Der ist da, der braucht noch ein bisschen. Wir streuen hier aber, glaube ich, immer noch Goblins rum. Denke ich mal, dass hier noch Goblins rumstreunen. Und ja, am besten ich baue die Fallen weiter unten auf. Nehmen wir am besten mal zwei so Spießfallen. Platziere die hier in engen Gängen. Und dann noch jeweils so eine Falle davor oder dahinter und da ist das gut. Denke ich mal.